Blomberg TV. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Blomberg TV. Das sind unsere Themen. Phoenix Kontakt vermeldet Umsatzwachstum, HVG-Schüler bei Jugend forscht und Blomberg will WDR2-Konzert gewinnen. Phoenix Kontakt-Geschäftsführer Frank Stürenberg blickte auf ein zufriedenstellendes Jahr 2013 zurück. Das Umsatzwachstum des weltweit tätigen Unternehmens betrug im vergangenen Jahr 2,6%. Zudem wurden 100 neue Mitarbeiter eingestellt, 40 davon in Deutschland. Zu den Zielen für das Jahr 2014 äußerte sich Frank Stürenberg wie folgt. Also für 2014 haben wir uns vorgenommen, dass wir unsere Wachstumsdynamik wieder steigern. Und 8,5% ist die Planung. Das erste Quartal stimmt uns zuversichtlich, dass wir dieses ambitionierte Ziel erreichen können. Blomberger Gymnasiasten bewiesen Einfallsreichtum. Gleich drei Schülerteams waren bei der Regionalmeisterschaft erfolgreich. Malte Blask und David Levin Lange sicherten sich mit ihrem Projekt sogar Platz 1. Damit haben sich die beiden für den Landeswettbewerb qualifiziert. Die herausragenden Ergebnisse sind auf eine Kooperation mit Phoenix Kontakt zurückzuführen, wo die Gymnasiasten praxisnahe Erfahrungen sammeln konnten. Am kommenden Montag, 31. März, ist die Nelkenstadt zum dritten Mal bei WDR2 für eine Stadt dabei. Mit Bekanntgabe der Stadtaufgabe um 10 Uhr wird es ernst. Danach müssen sich die Blomberger ordentlich ins Zeug legen. Um sich das große Konzert mit Mando Diao und Christina Stürmer am 6. September zu sichern, werden aus Stadtaufgabe Robokeeper und Quiz mindestens 17 Punkte benötigt, um die Führung zu übernehmen. Aktuell liegt Bottrop mit 16 Zählern vorne.